Einen Tag vor dem Derby Hirn gegen Antau ließ man die kleinen und kleinsten Hirmer Fußballer ran. Und damit vor unsere Kamera. Diese vielen Hirmer Nachwuchskicker in der Spielgemeinschaft mit Ulker Brodersdorf in Rot-Weiß sind unser größtes Gut, sagt Obmann Christian Wöll. Der und die unter 13 im Spiel gegen den ASV Neufeld gerät in Hälfte 1 durch diesen Treffer von Lucke Schmid zwar mit 0:1 in Rückstand. Kann aber diesen egalisieren. Alexander Wirzel macht das gut. Kevin Domnanich ist dann der Schütze zum verdienten 1:1 Ausgleich. Haben in Hälfte 1 die Neufelder dominiert, so ist jetzt hier im Vulka kaum noch zu bremsen. Und schließlich gelingt Robert Richter das 2:1. Am Ende aber heißt es durch Matthias Jurkic 2:2. Quer übers Feld dürfen die Minis, die unter 10, ihr Spielchen austragen. Und zwar jene in Rot, das ist wieder die Spielgemeinschaft hier im Vulka-Brodersdorf gegen die Altersgenossen aus St. Georgen. Da ist noch einmal alles viel kleiner, der Ball, das Feld. 7:7 heißt es da. Ist das nicht herzig anzusehen? Und das erste Tor schießt Felix Beck, Sohn des legendären Hirmer Verteidigers und jetzigen Strafverteidigers Martin Beck. Das 0:1 und das 1:0 für die St. Georgener. Ganz tolle Spielzüge kann man von den Knirpsen hier bereits erkennen. Ja. Ja, super. Super ist auch dieser Treffer von Jason Cutter zum 1:1. Schlussendlich aber gewinnt St. Georgen, der UFC St. Georgen unter 10 mit 6:1.